Da steht das schöne Haus, fertig, sicher und fest, und wir feiern heute das fröhliche Fest. 5 Wochen Bauzeit haben wir gebraucht. Nach einer Woche Ferien ging es los und von dem Tag an waren wir immer hier unten auf der Baustelle. An manchen Tagen waren wir alle hier, an vielen Tagen aber auch Bautrupps von 4 oder 5 Schülern. Und die haben damit Unterstützung von den großen Helfern, von denen wird nachher noch zu reden sein, hier geschafft. Mein Handwerk, das ist schwer, drum lieb ich noch viel mehr. Es freut mich von Herzen, es bringt mir keine Schmerzen. Mein Handwerk, das ist schwer, drum lieb ich noch viel mehr. Die Schnur, die ziehen wir auf. Wir setzen jetzt mit sicherer Hand das Fundament.
dann ziehen wir die Mauern hoch des Hauses Zion. Wir tragen die Balken und setzen sie ein. Der Boden wird bald fertig sein. Mit Stützen und Sparren aus Fichten wollen wir den Dachstuhl errichten. Das Dach zu decken ist unsere Pflicht, dann stören euch Wind und Regen nicht. Die Hausfrau will gerne ihr Haus sauber pflegen, drum dürfen wir mit Fliesen die Böden belegen. Wir hören die Röhren in jenem Raum, wenn fertig steht, dann seht ihr es kaum. Das saubere Wasser, es fließt herzu, verbraucht es aber hinweg in Ruhe. Am Abend müsst ihr im Dunkeln sitzen, wird nicht in der Lampe ein Lichtlein blitzen. Dann braucht man Steckdosen, Schalter und Drähte für die verschiedenen Haushaltsgeräte. Staubsauger, Kühlschrank, Toaster und Föhn, sie alle machen das Wohnen bequem. Der Fleiß der Schreiner darf niemals erlahmen. Sie fertigen euch die Türen und Rahmen und Fenster mit Simsen und herrliche Schränke, auch vielerlei Tische und Stühle und Bänke. In gemütlichen Betten, da legt ihr euch gern, die Haustür hält euch die Liebe fern. Ihr wollt euch erfreuen und scherzen und lachen, wir können mit Farben euch fröhlicher machen. Wenn Kinder ihr Schneebälle treiben oder das Steinwürfel zertrümmern die Scheiben, dann wird man auch den Klaser schicken. Der muss dann in Eile die Fenster euch wickeln. Damit ihr euch wirklich fühlet geborgen, wollen wir noch für die Vorhänge sorgen. Zum Schluss setz ich die Schlösser ein. Das Haus muss schlüsselfertig sein. Nun steht das Haus schon in Freude von allen. Wir hoffen, es werde dem Hausherrn gefallen. Weil fertig das Haus steht, sicher und fest, so dürfen wir feiern ein fröhliches Fest.